Blick auf die Uhr, Uhrzeitvergleich. Na, wie spät ist es? Nicht auf die Systemuhr rechts oben schauen, die bei Civilization 6 ist immer eingeblendet wird. Das stimmt nicht. Die ist gefaked. Die richtige Uhrzeit kurz nach 2 Uhr mitten in der Nacht. Seht ihr daran, dass es hier so düster ist und auch am Schattenwurf des Mondes und daran, dass die Lichter in den Großstädten leuchten. Lichtverschmutzung. Pfui, sieht aber hübsch aus. Kurz nach 2 Uhr in der Nacht, düster sieht es allerdings nicht aus für unsere Zivilisation. Ich glaube, wir packen das, oder? Immer mehr Leute in den Kommentaren, die sagen, WB, du schaffst das, du lagst weit hinter Piero Parker zurück hier bei der Mission Mars, dem Wettrennen zweier Let's Player unter ähnlichen Bedingungen darum, wer es als erstes schafft, auf einer Civilization 6 Zufallskarte den Wissenschaftssieg und den Sprung auf den Mars zu packen. Ich lag weit zurück hinter Piero Parker, jetzt sieht es mittlerweile besser aus. Ich habe einen großen Sprung. Sag mal, apropos Sprung, kennt ihr? Habt ihr das gesehen in den beiden Foren? In meinem Community-Forum, community.writingbull.de und auch im Civ-Forum in den Threads dazu, findet ihr über die Links in der Textbeschreibung des Videos. Da hat der Ceruel, der hat Grafiken gepostet. Der hat alle Folgen, die es bislang gab, ausgewertet. Und hat Grafiken gemalt, wo man sehen kann, wie bei Kultur, wie bei Wissenschaft, wie bei Industrie, wie wir uns da so allmählich in unserer Machtfülle entwickelt haben, Piero Parker und ich und unser Reicher, sein chinesisches und meins der Skythen. Ganz, ganz tolle Auswertung, absolut faszinierend. Mir ist echt das Herz aufgegangen, als ich das gesehen habe, weil ich so stolz und so froh darüber war, was da, ja, was an Freude und an Kreativität und an Spaß an diesem Projekt, das wir haben, da ausgelöst worden ist. Nicht nur bei ihm, auch bei vielen von euch anderen. Viele tolle Kommentare auf YouTube und in den Foren, wo dieses Let's Play-Projekt begleitet wird. Viele Händler, die wir hier zu ziehen haben. Longxi, eine unserer drei Städte, in denen wir Raumhafen bauen. Rom, Changsha, Longxi. Und in Longxi werden wir jetzt noch mit dem Händler schauen, dass wir möglichst viel noch an Produktion mitnehmen. Hier, Viererproduktion. Schicken wir den nach Baltimore. Auf geht's. Und in Rom, auch Baltimore, das ist das Höchste, was wir bislang bekommen können. Ich glaube, wir haben in Rom noch einen. Der geht natürlich nicht nochmal nach Baltimore. Es geht immer nur ein Händler pro Stadt in eine Zielstadt. Aber Chengdu. Chengdu, Weg beginnen. Wunderbar. Und in Passyrik ist ein Händler. Den schicken wir jetzt aber weg. Den schicken wir runter. Und schicken den, wie viele haben wir noch, wie viele Händler zu verteilen? Nur ihn, okay. Dann in Longxi ist die Produktion bei 155 die Runde, 160 in Rom, Changsha, 244. Wir brauchen ja eine dicke Stadt für die beiden ersten Projekte, den Erdsatellitenstart in zwei Runden fertig. Und dann kommt als nächstes Projekt, das haben wir schon per Forschung freigeschaltet, den Mars-Besiedlungsstart. Ne, pardon, die Mondlandung. Hier Mondlandung Start und danach kommen die drei Projekte, die hier, die wir dann aufteilen können über die anderen Raumhäfen. Aber wir brauchen erstmal einen dicken Raumhafen für die beiden ersten Projekte und das ist halt Changsha. Dann schicken wir den Händler, den wir in Passyrik haben, natürlich in die beiden der beiden anderen Städte runter, die weniger Produktionspunkte hat und das ist eindeutig hier Longxi. Also diesen Händler hier, der ist ja noch frei, den schicken wir runter nach Longxi. Eine Runde weiter, einverstanden. Kurz nochmal Check, wundervoll endet, großer Leuchtturm, Friedrich Barbarossa, das ist mir so egal. Weiterer Handelsweg, ja, wir produzieren ja Händler im Augenblick. Ich glaube, drei Stück, die könnten wir eigentlich auch kaufen. Gold ohne Ende. Ich schau mal über die Berichte der Städte. Wo kann man denn sehen, welche Projekte da jeweils laufen? Kann man das überhaupt sehen? Ja, hier kann man das sehen. Handwerker, Industrie. Achso, diese Industriegebiet-Logistik, das überzeugt mich mittlerweile nicht mehr. Ich denke mir, wir werden stattdessen versuchen, dass wir Lager bauen. Ihr wisst ja, wir haben ja mit dem Stadtstaat Karthago, da sind wir suzerän, aber den Bonus dadurch bekommen, dass für jedes Lager, das irgendwo in einer unserer Städte ist, eine Handelsroute freigeschaltet wird und die können wir nutzen, um Produktionspunkte in unserer Raumfahrtstätte zu schaufeln. Drei Runden dauert es, bis in Myriv dieses Projekt hier fertig ist, was uns Gold bringt. Lager können wir aber nicht bauen. Ich gehe mal rein nach kurz die Städte durch. 10 Runden Kraftwerk, das ist okay. 3 Runden Hangar für die Flugabwehr gegenüber den Sumerern, okay. Eine Fabrik hier,
Händler in zwei Runden. Da könnten wir auch kaufen, aber wenn wir den kaufen würden, der wäre auch erst in der nächsten Runde fertig, weil er erstmal keine Bewegungspunkte hätte. Stadion ist okay, Lager, das ist gut. Händler in einer Runde auch okay, Industriegebiet Logistik in vier Runden, das sehe ich nicht ein. Lager können wir nicht bauen, geht erst in vier Runden. Wohnviertel in zwei, Lager in, geht hier auch nicht, Mist. Industriegebiet Logistik, Kriegsschiff ist okay, Wohnviertel ist okay. Erdsatellitenstart, das sind die drei Raumfahrtstädte, Wohnviertel auch okay. Handwerker hier, den hätten wir auch kaufen können, aber wegen der einen Runde mache ich jetzt kein Fass auf. Kraftwerk ist okay. Industriegebiet Logistik in drei Runden. Lagerbau ist auch nicht möglich. Industriegebiet Logistik in einer Runde ist okay. Bank in einer, Handelszentrum in zweien, bringt auch eine weitere Handelsroute. Bank in dreien, Kraftwerk in acht. Bank in dreien wäre ich bereit auszutauschen gegen ein Lager. Ist nicht möglich, wir haben keinen Slot hier mehr. Und das war's. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Irgendwo war da was? Nein. Kein Lagerbau ansonsten möglich. Okay, dann machen wir jetzt wirklich eine Runde weiter. Alle Bauprojekte einmal gecheckt. Die LKWs der Händler wuseln umher. Kurz vor einem Rundenwechsel ist hier ein Handwerker. Und was hatte ich mit dem Kollegen vor? Warum steht er da und hat nur noch einen Bauslot? Es liegt eine Woche zurück, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Entschuldigt bitte. Von wo kommt der? Wo will der hin? Also wenn, dann wird das doch Sinn machen. Die sind alle angeschlossen hier. Hügel, Weide ist auch angeschlossen. Ach, den wollten wir hier, glaube ich, noch eine Mine bauen lassen. Aber warum hier in der Stadt? Handwerker ist hier in einer Runde fertig. Ich weiß es nicht mehr und dann werde ich hier einen, setze ich den dahin und baue dort eine Mine. Jetzt aber. Ja, wir könnten aber auch in Solokwa vielleicht nachher ein Lager bauen. Insofern macht es durchaus Sinn, da ein bisschen Produktionspunkte rauszuhauen. Viele, viele Kommentare bei euch auf YouTube habe ich schon angesprochen und viele sehr freundliche. Übrigens, es ist nicht mehr möglich. Wir mussten die Reißleine ziehen, sich einem der beiden Teams anzuschließen, dem Team WB oder dem Team Piro, Piro Parker, unter den Siegern des jeweiligen Unterstützungsteams. Also dem Team, das sich dem Sieger angeschlossen hat, werden wir Preise ja verlosen. Das hatten wir im Video-Teaser für diese Let's Play-Reihe angekündigt. Preise, die uns der Publisher 2K Games Deutschland spendiert hat. Aber da ziehen wir jetzt die Reißleine. Ihr könnt euch nur im Team anschließen, könnt ihr gerne in einem der Foren posten. Aber unter, falls ihr dem Siegerteam beitretet, zu den Gewinnern könnt ihr dann nicht mehr als Neumitglied zählen. Das wäre jetzt kurz vor Toreschluss ein bisschen unfair gegenüber denen, die sich ganz frühzeitig angemeldet haben. So, was können wir hier machen? Lagerbau nicht möglich. Achso, hier hatten wir ein Kriegsschiff gebaut. In Puteoli, da ist es. Das erste unserer neuen dicken Kriegsschiffe. Kaum zu erkennen, blau auf blau. Ziehen wir ein bisschen vor. Der ist echt kaum zu erkennen. Der ist ja wie unsichtbar. Sehr witzig. Ist das hier noch Fog of War? Nein. Ach, wir ziehen mit dem mal ein bisschen vor. Der ist ja echt kaum zu sehen. Oh, hier können wir echt noch einen Fog of War aufdecken. Ich glaube, wir bauen gleich noch ein zweites Schiff, falls ein Überraschungsangriff der Araber kommt. Kann ich mir schlecht vorstellen. Man weiß mal nie. In zwei Runden der nächste Bürger hier können wir dann ein Lager bauen. Lager in Bevölkerung 16. Ja, wir können in zwei Runden einbauen. Das heißt, jetzt noch ein Lager bauen. Das heißt, jetzt noch ein längeres, größeres Wohnprojekt machen. Ist irgendwie Quark. Theaterplatz reparieren dauert lange. Irgendwas, was nur zwei Runden dauert. Noch einen Handwerker schnell raushauen. Das können wir zum Beispiel machen. Bank anbauen. Können wir auch. Was wollen wir mit dem ganzen Gold? Das macht doch echt keinen Sinn mehr. Handwerker. Ich baue ein Schiff an. Wo haben wir sie? Unterseeboot würde ich auch gerne mal in Aktion sehen. Beziehungsweise gar nicht sehen, das ist dann sicher komplett unsichtbar. Chengdu. So, das ist die Stadt. Die
ist ein Städtenlager. Forschung ist jetzt Quark, brauchen wir nicht mehr. Pagode würde uns mehr Glaubenspunkte spendieren. Die können wir wiederum brauchen, um große Persönlichkeiten zu kaufen. Mit ein bisschen Glück bekommen wir vielleicht hier doch noch einen, der uns hilft bei diesen Weltraumprojekten. Aber noch sehe ich keinen. Xian. Lager steht hier. Weltwunder macht in dieser Spielphase sowas von keinen Sinn. Alles andere ist auch Quark. Und auch hier vor Ort nochmal ein Handwerker hingehauen. Wer weiß, ob der uns nicht nützlich sein kann. Die entsprechende Produktionskarte lasse ich weg. Die ist, glaube ich, nicht mehr nötig. Händler ist nicht möglich, nein. Ineapolis. Lager möglich. Ja, wird gebaut. Ist ja eigentlich Schnuppe wo. Ja, vielleicht hier. Wir wollen ja eh nicht mehr, dass die Stadt weiter wächst. Oder? Nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die hat jetzt sogar mehr Bürger, als sie überhaupt, versorgen kann. Banza-Kongo. Lager steht schon dort. Heilige Stätte würde Glaubenspunkte produzieren für eine eventuelle große Persönlichkeit. Das ist so im... das ist so rumgestochert. Big Ben, 24 Runden, Verdoppelung des Goldes. Aber was soll man damit? Dann lieber sowas wie... das bringt große Wissenschaftlerpunkte. Es gibt ja drei große Persönlichkeiten, zwei große Wissenschaftler, einen großen Ingenieur, die Raumfahrthilfen bringen. Dann nehmen wir mal das Campus-Wissenschaftsprojekt. Das bringt uns noch mehr große Wissenschaftlerpunkte. Oh, wir können eine große Persönlichkeit wählen, und zwar welche? Hier. Die regionalen Gebäude des Bezirks bieten plus zwei Produktionen. Die Reichweite der regionalen Gebäude dieses Bezirks um drei Geländefelder erhöht. Das ist schon... der kann uns auch nützlich sein. Für die Produktion. Können wir den in einer unserer Raumfahrtstädte produzieren. Wer ist der nächste große Ingenieur? Oh! Robert Goddard löst den Heurika-Moment für die Technologie Raketentechnik aus. Das kann uns egal sein. Aber plus 20% Produktion für Weltraumrennenprojekte. Den brauche ich, den will ich haben. Unbedingt. Den muss ich... ich bin ganz aufgeregt. 6.300 Glaubenspunkte, 9.400 Goldpunkte. Dann können wir ihn frühzeitig rekrutieren. Gut, auf den sparen wir unbedingt an. Wir brauchen also große Ingenieurspunkte jetzt. Jussik, Industriegebiet Logistik abgeschlossen. Da können wir gleich, wenn jetzt hier kein Lager geht, Lager geht nicht, da können wir gleich noch... eine weitere Industriegebietslogistik anhängen, die uns auch plus 3 Punkte bringt. Die uns große Persönlichkeitspunkte bringt. Für den großen Ingenieur. Handelszentrum hier abgeschlossen. Das heißt, wir können einen weiteren Händler rekrutieren. Nein, das war anscheinend vorher. Das ist mal wieder das vorletzte Bauprojekt, das hier steht. Grrr. Lagerbau möglich. 18 Runden. Das ist lange. Es gibt hier, der Wohnraum ist komplett ausgeschöpft. Das heißt, wir können hier hinsetzen. 18 Runden. Gibt es hier einen... Nee, gibt es keinen. Gibt es keinen Handwerker, sonst hätte ich hier gerodet. Das hier ist einfach nur einer unserer Speer. So, und hier sind wir in Chengdu angekommen mit einem Handwerker. Der hat hier gerodet. Lager geht hier nicht, ne? Hatte ich das gecheckt? Lager ist schon da, alles klar. Und der hat nur noch zwei. Ja, das kann mir eigentlich egal sein. Nein, wir bauen hier natürlich, Entschuldigung, wir pflanzen hier einen Wald.
danach ein Sägewerk. Und dann werden wir das den Römern zuweisen. Und in Chengdu selber ein Händler angekommen, den schicken wir wieder weg. Wir checken erstmal die Händler, die wir hier vor Ort haben. In Longxi ist einer, prima. Den schicken wir möglichst irgendwo hin, wo es vielleicht 4 Produktionspunkte gibt. Da gibt es keinen. Das heißt, wir schicken den zu einem Dreier. Banza Kongo ist ein 8 Dreier. Und außerdem 8 Gold. Hier in Xi'an haben wir einen Handwerker, prima. Check aber erstmal, hier ist noch ein Händler in Changsha. In Rom, Produktion 160, in Longxi 158, hier 232. Ich lasse den mal hier und es geht auch so sehr schnell. Nee, das ist nicht nötig. Den schicke ich mal nach Longxi. Hallo. Mensch. Jetzt hat der Klick funktioniert. Chengdu. Den Händler schicke ich dann nach Rom. Und den Handwerker hier. Hier entsteht ja noch ein Handwerker, genau. Aber ich mache stattdessen hier Industriegebiet Logistik für die großen Ingenieurspunkte. Genau, das mache ich. Ja. Haben wir hier schon... Hier steht ein Lager. Das hier oben war, glaube ich, die großen Städte da oben, die habe ich weitestgehend schon gecheckt. Die muss ich nicht nochmal checken. Und, ach, ich mache jetzt doch mal Tageslicht an, damit ich noch mehr Durchblick habe. Tageszeit. Mittags. Und es werde Licht, bitte. Ui. Das ist echt witzig, oder? Das ist so ein Feature, das finde ich, sowas mag ich. Den brauchen wir, ja, Wald anpflanzen hier irgendwo für mehr Produktion. Das wäre eine Möglichkeit natürlich, aber wisst ihr was? Ich schicke lieber den einen Handwerker hier, dass wir immer einen in Reserve haben in jeder dieser Städte. Jeder der drei Raumfahrtstädte. Da können wir nämlich jederzeit kurzfristig was mit den Herrschaften machen. Das ist der Nikola Tesla. Der hat den Bonus, die regionalen Gebäude plus 2 Produktion und die Reichweite der regionalen Gebäude dieses Bezirks um 3 Geländefelder erhöht. Hier steht ein Kraftwerk, ein Industriegebiet. Hier steht Industriegebiet, da steht eins. Das hier ist das von Chengdu. Das ist von Changsha. Genau. Und das könnten wir dann zum Beispiel dort machen. Regionalen Gebäude plus 2 Produktion, Reichweite erhöht. Das heißt, wenn wir den da hinschicken, dann boostet er alle drei Städte, alle drei Raumfahrtstädte. Was ist denn mit dem Bonus? Achso, nee, alles klar, so machen wir das. Sehr schön. Eine Runde weiter. Mach mal hier diese blöden Icons weg, die uns mahnen, dass wir nicht genug Wohnraum haben. Das ist mir doch sonnenklar. Oh, schaut mal hier. In einer Runde Erdsatellitenstart. Darauf freue ich mich. Das sollte übrigens uns einen weitaus besseren Blick auf die Karte liefern. Da bin ich echt neugierig. Einheit braucht Befehl. Achso, hier die Weide, genau.
und den Kollegen Handwerker hier. Den lasse ich auch mal in Baltimore stehen, falls es dort einen Krieg gibt, damit wir jemanden haben, der Reparaturen durchführen kann. Oh, da oben das Aluminiumvorkommen, da ist ja gar keine Mine. Da ziehe ich den gleich wieder weiter. Weil das ist schon, das will ich unbedingt. Die Nachrichten aus aller Welt sind mal wieder mäßig interessant, die da oben eingeblendet werden. Von euch kommen schon die ersten Fragen. Wie geht es weiter hier mit Civilization 6, nachdem das Let's Play Together hier fertiggestellt sein wird? Es geht weiter. Also ihr werdet nach Abschluss der Mission Mars definitiv nahtlos das nächste Let's Play bekommen zu Civ 6. Dazu gibt es verschiedene Ideen, die lasse ich mir auch nicht durch den Kopf gehen. Verschiedene Formate. Cool. Boah, ist das cool gewesen. Wow. Sieht das super aus. Total klasse. Und vor allem, ihr kennt ja sicher die Bilder, die historischen Fernsehbilder von den ersten Raketenstarts. Die wurden immer von der Seite fotografiert oder gefilmt. Kein Wunder. Denn bevor man nicht das erste Mal im All ist, kann man auch nicht von oben vom All runter gucken, wie eine Rakete ins All geschossen wird. Insofern ist das hier natürlich eine Fake-Perspektive, die wir allerdings sehr genossen haben gerade. Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen und noch andere Dinge zu unternehmen. Ja. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. John F. Kennedy. Cooler Spruch. Und wir bekommen diese Karte jetzt hier. Integrierte Raumzelle plus 15% Produktion für Weltraumrennenprojekte. Juhu! Holen wir uns augenblicklich an dieser Tourismuskarte dagegen. Die ist uns sowas von Schnuppe. Und bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, gehe ich in die Regierung rein, damit ich das auf gar keinen Fall vergesse. Schmeiße den Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen raus und nehme mir stattdessen die 15% Produktion für die Weltraumrennenprojekte. Politik bestätigen. Bevor ich noch irgendwas anderes mache und das nicht vergesse, gehe ich nach Changsha. Hier haben wir ja gerade erfolgreich den Start durchgeführt. Gehe dann runter in das nächste Projekt, das da lautet Mondlandungsstart. Stelle hocherfreut fest, in 8 Runden können wir schon zum Mond schicken, einen Mann zum Mond schicken oder eine Frau zum Mond oder vielleicht auch einen Hund oder einen Let's Player oder irgendeine andere Kreatur. Und dann machen wir das, was uns gerade dieses Projekt ermöglicht hat. Wir gehen einmal rundum durch die Karte. Wir sind ins All geflogen. Wir haben einen Blick über die gesamte Erde. Ein Satellit kreist rund um den Erdball und schickt uns diese Aufnahmen in Echtzeit. So sieht die Welt aus. Oh, so klein und süßes Paris. Schaut euch das mal an. Die sind total umzingelt, die Franzosen von den Deutschen. Wo hatten die Deutschen gestartet? In Aachen. Aachen, Paris. Und das ist echt interessant. Die Franzosen haben es nicht gebacken gekriegt. Die haben sich total einkesseln lassen von den Deutschen. Die Stadt Toulouse, die ist mal an die Deutschen gegangen in irgendeinem Krieg. Aber die anderen, die haben die einfach platt gesiedelt. Und komisch, dass die Franzosen hier unten nichts gegründet haben. Das verstehe ich nicht. Das hätte ich doch gemacht als KI. Auch hier, alles hier, hier wurde nicht expandiert. Komisch, ne? Ich hätte doch mehr expandiert. Und wie sieht es mit den Deutschen hier oben aus? Ja, die sind, klar. Die haben sich natürlich mächtig ausgedehnt. Das hat ja auch der Kaiser Barbarossa ganz gern gemacht. Überall rumgeritten im Mittelalter und behauptet, das ist mein und das gehörte mir und dies und jenes auch. Das sind die Ägypter unter Kleopatra. Ja, auch viele kleine Städte. Sieht okay aus. Apu. Ist das nicht der indische Supermarktbesitzer bei den Simpsons? Oder werfe ich da was durcheinander? Ist das eine Heimatstadt oder wurde die Stadt nach ihm benannt? Gibt es da vielleicht die The Simpsons-Verehrer, die in der Stadt ansässig sind? Das hier sind die Reste des Sumerischen Reiches, die waren mal so mächtig. Das war wirklich nicht so doll. Die hatten auch immer die größte Kriegsmacht. Okay, die haben ein paar Städte verloren an uns, hatten wir vor den Amerikanern welche weggenommen. Die Amerikaner, ihr seht es hier, das ist nur das Cincinnati. Washington und die Stadt hier, die gehört den
Den Sumerern? Nein, die Amerikaner haben zwei Städte jetzt, Boston und Philadelphia. Aha. Ist Philadelphia neu gegründet? Ja, Philadelphia ist eine Neugründung, das hatte ich komplett übersehen. Hier sind die Araber. Das ist ein Stadtstaat. Die haben so viel Platz hier unten gehabt und haben die genug draus gemacht? Was meint ihr? Ihr seht, okay, das ist jetzt so karges Land hier, Tundra. Aber trotzdem, da hätte man noch ein bisschen mehr bauen können, oder? Schaut mal, was wir alles aus den internen Handelswegen zum Beispiel gemacht haben. Dadurch, dass wir so viele Siedlungen erobert oder gegründet haben. Also ich finde, die hätten mehr expandieren können, die Araber. Platz hatten die ja. So, jetzt gehen wir mal in den Osten rein. Und riesiges Terrain, riesige Landzunge. Wir haben sie auch nicht besiedelt, aber andere auch nicht. Alles kühl und kalt hier. Anscheinend ist die KI bei Civ 6 noch so programmiert, dass sie die in den sehr unwirtlichen Gegenden, dass sie die links liegen lässt. Auch hier der ganze Zipfel hier, obwohl der ein bisschen wärmer ist, komplett ignoriert. Hier waren ja vorher die Kongolesen. Die sind hier nicht hingegangen, weil wir sie platt gemacht haben. Die Inder haben sich von dem Osten aus hier auf dem benachbarten Kontinent schon ein bisschen ausgebreitet. Das muss man ihnen lassen, aber mehr als drei Städte oder da oben noch eine vierte, ne? Die ist neu gegründet mittlerweile, hatte ich gar nicht mitbekommen. Sind es auch nicht geworden. Die hätten die ein bisschen mehr reißen können. Dann dieser andere Kontinent. Na, es ist ein anderer Kontinent? Ja, es ist so ein Kleinstkontinent. Jetzt wissen wir das endlich mal. Das ist nicht eine einzige große Landmasse. Da haben die Inder wirklich, die waren am äußersten Westen dieses Kontinents, klebten da dran. Die Azteken haben sich schon ein bisschen mehr breit gemacht. Aber auch hier große Flächen, die niemand besiedelt hat. Das hier ist alles Wüste. Ein bisschen Schwemmland vielleicht auch. Grasland, komisch. Die hätten da auch eine Stadt gründen können. Luxusressourcen, Perlen. Und auch hier alles nicht besiedelt. Runde 217, also das verstehe ich nicht. Also da hätten die Azteken doch mehr draus machen können. Hier einen echten Kontinent, den die fast für sich haben, die Inder und die Azteken. Und da haben die zu wenig draus gemacht. Also die Azteken hätten aus ihrer mittleren Lage hier echt viel machen können. Die hätten all das hier besiedeln können. Die haben nicht genug expandiert. Also da muss ich den KI-Entwicklern bei Firaxis Games mal zurufen. Lass die KI bitte mehr expandieren. Ein Vorwurf, den man den Sküten, glaube ich, nicht machen kann. Das sieht doch alles sehr, sehr ordentlich aus. Ja, wir machen das Beste draus, denke ich mal. Und was wir daraus machen, da schauen wir uns dann eine Folge später an. Wir sind jetzt in Runde 217. Piero Parker war bei seiner letzten Folge bei 220. Das heißt, ich mache jetzt auch mal eine Folge nochmal weiter und hänge eine gleich hieran an. Und dann wollen wir schauen, wie weit wir kommen. Und dann ist vielleicht schon wieder Piero Parker dran. Oder ich mache noch eine und noch eine und noch eine, falls ich mich in einen Rausch reinspiele.